Die generelle Frage ist ja, sag mal, was macht dieser Vorstand im Stratum 0 eigentlich? Wer hat denn davon so eine ungefähre Vorstellung, was wir als Vorstand so den ganzen lieben langen Tag machen? Also abgesehen von den Leuten, die im Vorstand sitzen natürlich. Da saßen. Okay, Twi hat so eine Vorstellung, Draflo ist sich nicht sicher und sonst haben alle keine Ahnung, ja? Sehe ich das richtig? Ich sehe immer so Reste in den Zetteln. Genau. Okay. Genau, die machen so UB. Das ist ein gutes Stichwort. Ja. Was machen die sonst noch so? Ab und zu mal so eine Vorstandssitzung, wo sie sich hinsetzen, viel Bier trinken und über Dinge reden? Was? Ich habe noch nie Bier getrunken. Ach so. Ja, manche. Manche. Also, im Prinzip beschränkt es sich bei uns tatsächlich auch darauf. Wir haben... also, wir haben die UBs. UBs sind Umlaufbeschlüsse. Und diese Umlaufbeschlüsse finden bei uns tatsächlich nicht ad hoc statt, wenn wir in der Vorstandssitzung sitzen. Also das kann auch passieren. Häufig sind das die Dinge, über die wir erst diskutieren müssen, um dann als Vorstand gesamt eine Entscheidung zu treffen, wo die Diskussionen meistens viel wesentlich einfacher sind, als wenn wir da lange E-Mail-Threads daraus generieren. Bei uns laufen die Umlaufbeschlüsse zum allergrößten Teil über signierte Mails ab. Das heißt, bei uns hat jedes Vorstandsmitglied einen PGP-Key und wir haben eine gemeinsame Mailingliste, auf der auch die Anträge, die ihr an vorstand@stratum0 schreibt, reinpurzeln. Und anschließend kann man dann einfach durch ein +1, das ist dann die Zustimmung, und ein -1 sagen, ob einem das nicht gefällt oder nicht. Oder man sagt, naja, irgendwie so, ich habe keine Meinung dazu. Das gibt's auch. Man darf sich ja enthalten. Ich habe keine Meinung, aber die folgenden Argumente. Genau. Und dann steht da meist noch sowas dran wie PGP signed message. Und dann haben wir einen Konsens. Mehr oder minder. Was wir allerdings noch machen müssen aus formaltechnischen Gründen, ist dann uns auf der Vorstandssitzung hinsetzen, die UBs alle nochmal vorlesen und dann sagen alle, ja, das haben wir so angenommen. Also den Konsens haben wir sobald normalfall bei 6 Mitgliedern 4 zugestimmt haben. Aber das ist dann noch ein Mehrheitsentscheid. Mehrheitsentscheid brauchen wir auf der Vorstandssitzung. Für Umlaufbeschlüsse brauchen wir 2/3, glaube ich. 2/3? Genau. 2/3 Zustimmung, laut Geschäftsordnung, ne? Genau. Möglicherweise. Das ist ein großer, großer Teil von dem, was bei uns im Vorstand überhaupt abläuft. Das heißt, wir haben relativ wenig Berührungspunkte an Diskussionen außerhalb der Vorstandssitzung. Da wird höchstens ad hoc mal drüber gesprochen. Der allergrößte Teil der Diskussion findet auf der Mailingliste statt. Und ich würde schätzen, dass sogar 75% aller Dinge, die da als Antrag reinputzeln, einfach abgenickt werden, weil es meistens sinnvolle Anträge sind, die außerhalb des Vereins gestellt werden oder dass der Antrag tatsächlich von Vorstandsmitgliedern reinkam. Und dann sieht das meist formal okay aus und die ganze Geschichte hat sich dann direkt erledigt. Also man hat als Vorstandsmitglied im Stratum 0 nicht so wahnsinnig viel Overhead, wenn man sich den nicht selbst generiert. Weil wir sind ja auch an sich auch nur so ein kleines Verwaltungsorgan. Es muss halt irgendjemand im Vorstand geben, der sagt, ja, das wollen wir so. Und irgendjemanden geben, der das Geld tatsächlich ausgeben darf. Und das sind halt dann der Schatzmeister bzw. 2 Vertreter aus dem Vorstand. Aber größtenteils sind die Sachen, die bei uns als Antrag reinpurzeln, schon mal im Verein diskutiert worden. Also wenn es jetzt darum geht, die Standbohrmaschine zu kaufen, dann lief das Ganze schon mal über den Normalverteiler und Leute haben da ihre Argumente reingeworfen. Und da waren die Vorstandsmitglieder dann auch nur teilweise beteiligt, nämlich die Leute, die das Ganze mit initiiert haben oder da sich auch dran beteiligen wollten. Von daher ist der Arbeitsaufwand übersichtlich. Es sei denn, man hat den schrecklichen Fehler begangen, sich als Schatzmeister aufstellen zu lassen. Genau, dann hängt da noch mehr Verwaltungsfu dran. Ja? Sind alle UBs öffentlich? Nein, es sind nicht alle UBs öffentlich, da UBs, die Mitgliedsangelegenheiten angehen, im nicht öffentlichen Teil der Vorstandssitzung abgesprochen werden. Also innerhalb unserer Mailingliste laufen alle UBs auch auf, also auch die Mitglieds-UBs, weil dann nur die Vorstandsmitglieder drauf subscribed sind und auch nur die Mails dann bekommen und die werden da auch schon beschlossen, beziehungsweise es wird dann plus, minus oder keine Meinung drauf geschrieben und wir wissen dann schon, ob wir den UB voraussichtlich annehmen oder nicht, aber es gibt einen nicht öffentlichen Teil, in dem zum Beispiel Mitgliedsangelegenheiten abgehandelt werden. Um deine Frage spezifisch zu beantworten, die aufgelaufenen Umlaufbeschlüsse werden auf der Seite nächste Vorstandssitzung im Wiki aufgelistet.
Und die da siehst du bei den öffentlichen Umlaufbeschlüssen, was da beschlossen wurde, und bei den anderen siehst du halt nur Mitgliedsangelegenheit. Hier gibt's irgendwie. Ja, genau. Hier gibt's halt unten gestern. Achso, ich hätte jetzt einfach hier irgendwo. Oder so. Achso, ist ja gerade erst vorbei gewesen. Ja, also. Alles, was an Ausgaben ist, ist auch ein öffentlicher UB. Genau, also, ja. Alles, was an Ausgaben ist, ist ein öffentlicher UB. Das sieht man jetzt hier. Zum Beispiel haben wir so einen abschließbaren Aktenschrank beantragt. Der, in dem Fall ist das noch nicht aktuell mit dem Protokoll, das Ruhib geschrieben hat, weil den Antrag. Ja, ja, ich weiß, es ist keine Kritik. War ja auch gestern erst, genau. Bei dem Aktenschrank ist es jetzt so, dass die SMFW-UG sich bereit erklärt hat, den Aktenschrank zu bezahlen. Von daher fällt das bei uns jetzt raus, dafür müssen wir kein Geld ausgeben. Aber zum Beispiel ist hier das APU2C4-Board, das jetzt hier Internet macht. Das heißt, alles, was so an Geld von uns ausgegeben wird und nicht Verbrauchsmaterial ist, das ist. Die einzige Einschränkung, weil für das Verbrauchsmaterial gibt es eine Sonderregelung. Alle Beträge kleiner 50 Euro für Verbrauchsmaterial kann ich direkt erstatten, ohne dass wir dafür einen Umlaufbeschluss brauchen. Weil sich das als sinnvoll herausgestellt hat. Genau, aber sonst seht ihr, dass zum Beispiel auch so USB-C-Multi-Adapter dabei sind, so die Anerkennung für den Zuwendungsbescheid der Stadt. Also viele Dinge, die formal vom Verein getätigt werden müssen und für die es irgendein Organ gibt, was das entscheidet, damit man nicht jedes Mal eine Mitgliederversammlung einberufen muss, damit die Mitgliederversammlung sagen kann, oh ja, das wollen wir jetzt. Das müssen wir unbedingt haben. Da gibt es bestimmte Grenzen. Die Mitgliederversammlung muss zum Beispiel über Belastung von Grundbesitz entscheiden. Ja. Aber gut. Ja, so schön ist es. Erstmal gekauft holen. Genau, deswegen ist Beteiligung an der Gestaltung im Verein auch vergleichsweise einfach. Also ich überlege mir ein tolles Ding, das ich haben möchte, dann überlege ich mir, was ich dafür kaufen müsste und warum es andere Leute freuen könnte, wenn wir das hier im Space haben. Dann tickere ich meine Mail an vorstand@stratum0.org. Dann kommt vielleicht noch eine Rückfrage mit, ja, mit wem hast du denn gesprochen und warum brauchen wir das, wenn es noch nicht eindeutig war? Und am Ende kriegst du eine Antwort mit ja, nein oder begründe das doch mal in die Richtung noch mehr. Frag nochmal mehr Leute. Hol mal mehr Konsens ein. Frag nochmal Doom, der gibt dir ein besseres Angebot. Ist das Doom approved? Genau. Und ich hatte das. Ein Angebot, das Doom nicht ablehnen kann. Ich habe das Gefühl, dass einer der Gründe, warum Vereinsgestaltung gerade eher vom Vorstand ausgeht, nicht unbedingt bewusst ist, dass das tatsächlich so einfach ist. Weil wenn ich mir die UBs angucke, die wir in der letzten oder vorletzten Periode auch bestätigt haben, dann ist das viel, was aus den Vorstandsmitgliedsreihen reinkam, wo die Vorstandsmitglieder dann tatsächlich die Anträge geschrieben haben. Und das ist ganz und gar nicht notwendig. Also die wissen vielleicht formal, wie das noch ein bisschen genauer aussehen müssen. Und da wir uns untereinander ein bisschen mehr kennen, weiß man dann, in welche Richtung man so ungefähr begründen kann. Aber das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Weil wenn ihr Dinge habt, die direkt konsensfähig sind, dann könnt ihr die auch selbst schreiben. Ich habe auch ab und zu mal den Fall gesehen, dass Leute das von außen rangetragen haben und dann hat ein Vorstandsmitglied den Antrag geschrieben. Das kann man schon so machen, aber ist halt dann auch wieder eine Ebene an Indirektion mehr, die nicht unbedingt sein muss. Ja. Fällt dir noch was ein? Habt ihr Fragen? Fragen sind ja viel, viel besser. Ja, klar. Welches Zahlensystem nehmt ihr als Grundlage für plus 1, minus 1? Du hast drei Beispiele gezeigt. Sind auch andere Zahlenabgaben möglich? Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das hat noch niemand ausprobiert. Ja. Aber generell gilt ein alles größer 0 gilt, glaube ich, als Zustimmung. Alles kleiner 0 gilt als... Ich frage für I. Was? Du fragst... Achso. Ja, ja. Nein, hat man noch nicht. Okay. Deswegen ist Drachen nicht vorstellen. Sollen ja niemand davon abhalten. Es gab auch zeitweise Bestreben, einen Bot zu schreiben, der automatisch auf dem Mailarchiv subscribed ist und dann Zustimmung und Ablehnung direkt registrieren kann. Stellt sich raus, das ist gar nicht so einfach. Ja gut, das stellt sich raus, war gar nicht so einfach. Lag, glaube ich, eher an den vielen verschiedenen Dingen, wie man BGP signed E-Mails schreiben kann. Ja. Aber gut. Natural Language Processing ist einfach geteilt. Genau.
Die Problematik ist da, man müsste dann beschränken, wie die Leute ihre Mails signieren und das stellt sich als schwierig heraus. Wobei man das mittlerweile noch mal probieren könnte. Ich glaube, der letzte Versuch liegt so 4 Jahre zurück und ja, mittlerweile ja, machen, glaube ich, alle PGP MIME, also könnte es vielleicht sollte das TM jemand mal tun. Wenn du etwas hochscrollst und zum Beispiel Vorstandssitzung 2017-3 oder so mal aufmachst, dann steht da so ein ewiges To-Do. Oh, da steht ein ewiges, welches denn? Also, wir sammeln, nee, hier steht kein To-Do. Da steht kein To-Do. Ach, da steht To-Do. Du hast nach Tidi gesucht. Achso, ah, Tidi, To-Do. Immer ein Tor, Mehrschatzmeisterputzer. Ja, das ist ein ewiges To-Do, das sehe ich. Such mal nach To-Do, Rohhieb. Rohhieb. Nee. To-Do. Ja, doch. Oh, da. Protokoll, Rohhieb. Public Key. SSK-Key, ja, Banktermin. Also ihr seht, es ist viel Formalfu. Da ist doch das GEZ nicht aktuell. Nee, das ist ja auch schon weiter weg. Das war ja schon Datenschutz im Verein, Best Current Practices. Ja, weiter. Das da, genau. Ah, genau. Oh ja, der ist doch schon weiter drin. Und in den Finanz-IRC-Channel, damit wir euch alle direkt, wenn ihr falsche Stimme abgegeben habt, zur Rechenschaft ziehen können. Achso, ja, nee, so transparent sind wir nicht. Also wir sind ja schon so transparent, dass wir sagen, wer Plus und Minus gewotet hat, also wenn die UBs dann durch sind, gibt es hier so ein Pro, also für, dagegen und enthalten. Von daher, ja. Was ist denn das für eine Sortierung? 1, Minus, 1, 0. Kann man nur ja, festlegen. Ja. Habt ihr noch mehr Fragen? Ist alles klar? Ist voll einfach? Glaube ich nicht. Wie viele UBs wurden denn jemals abgelehnt? Abgelehnt. Also es kommt häufiger vor, dass ein UB abgelehnt wurde, weil man dann eine bessere Alternative gefunden hat. Und dann wird halt gesagt, naja, dann nehmen wir den UB jetzt nicht mehr an, machen wir einen neuen. Das ist so ein häufiger Fall. Und sonst... Häufig wird diese UB-Nummer auch als Referenz für einen Mail-Thread angesehen, sodass, wenn man einen neuen UB stellt, dann der eine neue UB-Nummer bekommt und sodass man die beiden Dinge voneinander trennen kann, sozusagen. Die beiden Entwürfe von Anschaffungs... Ja. Aber sonst abgelehnt? Wir haben schon mal einen abgelehnt. Doch, ich sag, also es liegt an euch, für mehr UB-Ablehnungen zu sorgen, indem ihr sinnlose Anträge schreibt. Also wir mögen das ja gerne, wenn vorher irgendwie bekannt ist, dass irgendwas angeschafft werden soll und nicht was angeschafft wird und dann irgendwie ein Antrag eingeht, hier, ich habe das gekauft, erstattet das mal bitte. Das ist mal passiert, dann haben wir, ja, war okay, waren, keine Ahnung, 15, 20 Euro, haben wir erstattet, klang auch sinnvoll. Und dann kam die gleiche Entität kurz danach nochmal an, hier, ich habe das nochmal zweimal gekauft, erstattet das mal bitte. Und da haben wir dann gesagt, nee. Und ja. Lustige Geschichte, kannst du mir irgendwann mal erzählen, wer das war? Du hast das Archiv. Ja, Datenschutz im Verein. Ein bisschen vollständig, weißt du. Ja, genau, das kann man ja machen. Genau. Also kam schon mal vor, ist nicht häufig, aber meistens, wenn sich der Sinn und Zweck irgendwie erledigt hat, nicht mehr aktuell ist, wenn doch nochmal nachdiskutiert wurde, was anderes angeschafft wurde. Ja, was halt auch geht, ist, dass UBs nachträglich noch erweitert werden, also wenn ich einen bestimmten Rahmen für was festgelegt habe, aber das passiert auch relativ selten. Also es passiert halt ab und zu mal, dass man irgendwie für 100 Euro Dinge kaufen wollte und dann kostet es mit Versand 104 oder so. Und dann passt es formal nicht mehr in den UB rein und dann kann man halt sagen, okay, wir erweitern das jetzt um die 15 Euro, damit das halt verständlich, genau. Könnten eigentlich mal so 5% nach oben sind eigentlich okay. Regelungen in die. Ja, das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Dann kann man sich das sparen, aber bis jetzt war das nicht so schwierig. Ja, und sonst gestaltet sich das eigentlich als relativ einfach, so, also aus Sicht eines Vorstandsmitglieds, der es damit arbeitet. Ich gucke halt in meine Mails rein, ich arbeite meine Mails irgendwie zweimal am Tag ab, gucke dann durch, was irgendwie neu reingeplättert ist auf der Vorstandsliste, hau da meinen Plus 1, Minus 1 rauf oder schreibe meine Argumentation und dann, ja. Wie doll nervt das Finanzamt rum bei der Prüfung für Gemeinnützigkeit? Also ich bin auch Schatzmeister von einem Verein und die haben nämlich wegen Rücklagen. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, müssten wir einige haben. Ja, die sind aber voll. Weiß ich nicht, da wir das müsste Chrissy mitbekommen haben, aber wir haben, glaube ich, keine Beanstandung deswegen bekommen, weil unsere Rücklagen sind halt
die 3000 Euro Mietsicherheit sind halt schon gut begründet. Das ist relativ straightforward. Wenn du Wettkämpfe machst oder sagst, du willst dir selber Vereinsräume bauen irgendwann, fertig. Damit ist durch. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht bauen wir doch nochmal irgendwann ein Stratum. Wir können ja hier oben einfach noch was draufsetzen. Ich meine, das ist ja. Immer wenn Geld da ist, noch eine Etage drauf. Lösen wir gleich das Erweiterungsproblem. Nee. Ja, aber an und für sich ist mir da keine Beanstandung vom Finanzamtsseite bekannt. In der Regel lassen sie sich ja auch nur die Berichte zuhändigen und in der Berichte stehen eigentlich die größeren Anschaffungen drin. Beziehungsweise, wenn da drin steht, dass wir halt für Projektmaterial Geld ausgegeben haben, dann ist das relativ eindeutig und bei Nachfrage können wir da halt dann auch die entsprechenden Belege vorlegen. Genau, das ist dann aber eher schon Finanzmeister-Buchhaltungsgeschichten, die bei uns auch etwas komplizierter sind, aber dafür sorgen, dass das alles sehr, sehr durchsichtig und klar ist. Genau. Apropos Schatzmeister-Geschichten. Wir haben uns wegen der Kassenprüfung unterhalten, also die beiden Kassenprüfer, Chrissy und ich. Und Chrissy meinte, dass wir tatsächlich mal eine Datenschutzerklärung machen könnten, damit eventuell auch andere Leute mit den Daten aus dem Finanzbereich arbeiten können. Da muss ich mich nochmal genauer informieren, was da drin stehen muss. Und dann könnten wir theoretisch das Visualisierungs-Bericht automatisieren, etwas verteilen, dass das nicht eine Person oder zwei Personen machen muss, Schatzmeister und Schatzmeisterassistent, sondern dass das möglicherweise auch andere Leute machen können. Ja, eine Erklärung muss wahrscheinlich nicht drinstehen, aber ihr solltet verpflichten, auch die Vorstandsmitglieder. Ja. Kennen Leute hier den Finanzreport? Wir haben einen automatisierten Finanzreport auf data.stratum0.org. Ist sowieso eine tolle Domain, wo noch viel mehr Dinge gerne auftauchen können, weil bis jetzt gibt es da Energy Consumption, da gibt es irgendwie die beiden Plots für die letzten zwei Monate und, nee, das ist jetzt das letzte Jahr, ne? Das ist das letzte Jahr und die letzten zwei Monate. Ihr könnt also sehen. Ja, während kam das nichts los, ne? Wie, habt ihr keine Vorträge geguckt? Ja, aber wir sind trotzdem nur 8 Stunden da gewesen, keine 24. als drittes gibt es hier den Finanzreport, der auch irgendwie so ein bisschen überarbeitungswürdig ist. Ich mache den mal ein bisschen kleiner. So ist noch okay? Kannst du nicht klein genug machen. Also, ja, das stimmt, das zeige ich gleich. Wir haben hier einmal die aktuellen Kontostände. Minus 0,0, das war das, worauf ich vorhin angespielt habe. Mit dem 3D-Druckfilament. Und zwar haben wir da noch minus E hoch 15 Cent. Ja, Doubles. Geil. Doubles. Immer gut für Geld. Ja. Ich glaube, ich kann keine Ausgleichsbuchung in der Höhe in das System eingeben. Ich müsste also herausfinden, welche Addition oder Subtraktion von zwei Werten E hoch minus 15 plus produziert, um es dann da noch. Ich glaube, das ist den Aufwand nicht wert. Genau. Ja. Wer heißt denn, hier sieht man. Wir haben das nachgezählt, das ist tatsächlich 0. Pass auf, wenn du da jetzt 0 Euro irgendwo hin überweist, dann hebt es doch bestimmt wieder auf, oder? Darf ich erklären, was der Finanzreport macht? Also, der Finanzreport wird automatisch generiert, wenn das zu dahinterliegende Finanz-Git gepusht wird. Wir haben ein Git, in dem alle Belege abgelegt sind für alle Jahre. Und der Finanzreport, es gibt zwei Teile. Es gibt einmal den Regression-Test, der guckt, ob die Belege alle da sind. Also, jeder Kauf, den wir getätigt haben, hat ja irgendwie so eine Rechnung. Also, wenn Laser eine Standbaumaschine bestellt, dann kriege ich als Schatzmeister eine Rechnung dafür und hinterlege das mit einer eindeutigen Nummer in unserem System. Und dann haben wir einen Test, der guckt, dass die zuständige Datei auch da ist. Damit wir dann wissen, wofür wir das Geld ausgegeben haben. Und auf der anderen Seite gibt es die zugehörige UB-Nummer, weil der Vorstand ja mal gesagt haben muss, wir wollen diese Standbaumaschine haben. Will heißen, auf der Rechnung, die wir nachher in Papierform haben, steht sowohl die Belegnummer drauf, als auch die UB-Nummer, zu der das dazugehört. Das ist einer der Gründe, warum eine Kassenprüfung hier, glaube ich, schwerlich perfekt auszuführen ist, weil irgendwo fehlt immer die Belegnummer
oder die UB-Nummer. Die UB-Nummer kann nämlich dann nicht nur im Papier fehlen, sondern sie kann auch in der digitalen Verwaltung fehlen. Oder da fehlt die Belegnummer oder umgekehrt. Deswegen gibt es eigentlich immer irgendwas Kleines zu finden, wo man dann die Nummer noch nachtragen muss oder den Beleg nochmal einscannen muss, weil die eingescannte Variante dann nicht beide Nummern hat, auf der das hinterlegt sind. Genau. Der andere Teil ist, dass der Finanzreport, ich glaube, das ist jetzt Python-Software, war mal Java-Software, sich die Datenbank nimmt und anfängt, da die aktuellen Kontostände zu extrahieren. Die sehen wir hier. Also hier sind alle Kassen, die wir im Verein betreiben, aufgelistet mit ihren aktuellen Werten. Also nach Stand, wie es in dem Finanzgit hinterlegt ist. Das kann durchaus mal anders sein, wenn da Dinge noch nicht nachgetragen sind. Ich versuche das im Moment so aktuell wie möglich zu halten. So ein häufiger Posten, der nicht aktuell nachgetragen ist, ist die Mate-Kasse, weil es sich meist nicht lohnt, die Mate-Kasse alle 2 Wochen nachzuführen, weil da nicht so schnell Belege reinwandern. Es lohnt sich dann eher, das einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate zu machen, weil dann genug Belege da sind. Dann kann ich mich mit dem Scanner da hinsetzen, kann die Nummer draufschreiben, die Dinger gleich einscannen, abheften und die Buchungen erstellen. Weiterhin gibt es hier eine Auflistung der aktuellen monatlichen Verpflichtungen. Das ist nicht aus der Datenbank extrahiert, das ist das, wie wir es aktuell wissen. Da könnten wir auch mal wieder anfassen, das ist nämlich nicht mehr ganz aktuell. Zum Beispiel haben wir nämlich keinen Zero-Mutat-Server. Den gibt es aktuell nicht. Ah, du hast recht. Ja, das haben wir aber in letzter Zeit nicht gemacht. Und dann gibt es eine Auflistung der aktuellen Zweckbindungen. Da fehlt zum Beispiel die Zweckbindung Schweißen aktuell noch. Die muss auch manuell hinterlegt werden, damit er nachher beim Extrahieren aus der Datenbank da die entsprechenden Daten mit reinführt. Genau, und dann haben wir die Einnahmen, Ausgaben über Zeit. Das ist hier nach Monat aufgeschlüsselt, über den gesamten Monat. Und dann kann man hier unten diese Bar nehmen und das machen. Genau, und zwar schlüsselt es komplett nach allen Buchungsarten auf, wo das Geld hingewandert ist. Das heißt, wir haben hier die verschiedenen Buchungsklassen, Vermögensverwaltung, Zweckbetriebe, wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, Mankobuchung und Umbuchung. Wer im Finanzbericht aufgepasst hat, weiß, dass das genau die Dinger sind, die ich da auch nochmal ausgelistet habe, die eigentlichen Buchungsklassen. Und dann geht es los, die einzelnen Buchungsklassen in die Buchungsarten aufzuschlüsseln. Das heißt, wir haben als erstes hier die Einnahmen-Mitgliedsbeiträge, dann kommen die Einnahmen-Spenden und Ausgaben-Spenden. Wir könnten theoretisch auch anderen gemeinnützigen Vereinen Geld spenden. Wir haben Einnahmen aus dem allgemeinen Vereinsbereich. Ich glaube, da wurde nie ein Eingang drauf gebucht. Gehe ich auch richtig in der Annahme. Dann haben wir Ausgaben für allgemeine Vereinsdinge, wie zum Beispiel hier 61,40 Euro für die Lokalkosten und so weiter und so fort. Das schlüsselt sich immer weiter auf. Und man weiß nachher ziemlich, ziemlich genau, wo das Geld herkommt und wo das Geld hingeflossen ist. Wir versuchen da so transparent wie möglich zu sein. Immer 2 Spalten, weil einmal Einnahme, einmal Ausgabe. Ne, es gibt nicht für alle Eingabe, Einnahme und Ausgabe. Plus, minus, Kennzeichen, würde das nicht reichen, man hat nur 1 Spalte. Ja, bestimmt. Das ist richtig. Das ist ein UI-Problem, das noch nicht gelöst ist, weil den Finanzreport... Ich weiß nicht, ob das finanztechnisch... Das ist ja nur Visualisierung für uns. Also im dahinterliegenden System sind die Dinge sowieso separat hinterlegt. Ja. Ne? Und auch, es wäre schon schön, wenn hier der Monat mitscrollen würde. Ne? Ist das hier jetzt der September oder ist das der September? Ich weiß das nicht. Genau. Und dann scrollt man hier so weiter, dann sieht man hier so die ständigen Nebenkosten, die auftreten. Und wenn man relativ weit nach rechts geht, war hier auch irgendwo die Mate-Kasse. Ich glaube, da bin ich schon. Doch hier. Mate-Kasse-Ausgaben für Verkauf und Einnahmen aus Verkauf. Dann sieht man halt, dass die Mate-Kasse doch immer schon ordentlich Durchsatz hat, was Geld angeht. Und irgendwann wurde sie eine offizielle Kasse und da fängt das dann. Genau. Vorher war sie nicht offiziell und ab hier wurde sie dann offiziell als Kasse geführt. Ja, die Mate-Kasse macht Umsatz. Nee, ich gucke, war verwirrt mit vielen Cents. Ich dachte, er nimmt einfach die großen Scheine raus, aber. Das ist schon so, dass der Transfer aus der offenen Kasse findet schon in großen Scheinen statt, aber die Einkäufe finden ja nicht als große, also da kommst du nie auf ganze Summen. Deswegen ist hier auch genau 300 Euro. Und ab und zu gibt es mal lustige Leute, die meinen, sie müssen jetzt 1 Cent umbuchen. Oder es sind halt lustige Leute, die das ganze Geldsäckel mit den ganzen 10 Kilo zur Bank tragen. Ja, genau. Oder hier siehst du, dass das eigentlich immer so glatte Beträge sind. Ja, aber das ist nicht über der Fall, aber es ist größtenteils der Fall. Kann man schon sehen. Genau, das ist der Finanzreport. Da könnt ihr ab und zu mal reingucken, wenn ihr wissen wollt, wie viel Geld wir haben.
Das ist eigentlich ziemlich transparent und offen. Steht nämlich hier oben als... Oh, jetzt muss ich wieder scrollen. Ja, ganz links. Da. Hier steht nämlich eine Gesamtsumme drin. Das ist das aktuelle Gesamtvermögen des Vereins. Und weiter oben ist dann aufgeschlüsselt, in was sich das aufteilt. Ich müsste es zu jedem Konto auch nochmal eine letzte Buchung vom Spalte geben. Das ist keine schlechte Idee. Ja, richtig. Habt ihr noch Fragen zum Finanzreport? Habt ihr noch Fragen zu anderen Dingen? Kannst du da mal ganz rauszoomen? Ich glaube, die Felder hier unten werden nicht signifikant kleiner. Also es ist, ne, es ist halt eine Riesenmatrix. Also hier, von hier hat das so einen surrealen Effekt, wenn man ein bisschen auf der Seite sitzt. Lass uns das doch mal ausdrucken und irgendwie. Ich meine, wobei in Teilen des Schweißes. Aber ja, ich habe mir Zutrauen für den Spaltenbeschriften. Was ja. Lange sich gerne hätten, ist so eine Visualisierung mit Graphen halt, ne? Aber da hat sich bisher noch niemand dran gesetzt. Naja, das größere Problem ist, dass man den Export erstmal fertig machen muss. Also da ist so ein CSV verlinkt, da kannst du es auch. Ja. Wenn jemand spielen möchte. Ihr kriegt das Gesamt-CSV hier, das ist auch gar nicht so wahnsinnig groß. Das sind ja nicht so wahnsinnig viele Spalten. Jetzt kann ich das einmal hier. Was soll ein E-Max-Filler aufmachen? Ja, natürlich. Ja, naja, klar. Es geht. Das muss erst mal booten. Schlups. Also ganz klassisch. Oh, schade, ich hätte gehofft, wir würden es vielleicht für blauer Strand anlösen. Nee, ist es nicht. Ich habe den CSV-Mod nicht installiert. Aber da könnt ihr dann halt auch anfangen, das irgendwie in Python zu importieren und anfangen, Visualisierungsdinge zu tun. In der Datenbank dahinter sind die Daten noch viel feingranularer. Das sind ja nur die Monatsdaten. Das heißt, wir haben das tatsächlich auch tagesgenau, aber dafür gibt es aktuell keinen Export. Ja gut, da steht halt auch so drin, wie Mitgliedsbeitrag von Mitglied so und so. Nee, das muss nicht sein. Nee, du kannst es auch anders exportieren. Du kannst auch eine Summe für den gesamten Tag nehmen und dann pro Tag exportieren. Und dann steht die Mitgliedsnummer nicht mehr dran. Genau. Flups. Ja. Auf was? Kontaktteam, Vorstandsarbeit generell vielleicht. Kontaktteam. Oh, stimmt. Wir haben eine Kontaktmailadresse. Es gibt kontakt@stratum0.org. Da fallen auch ab und zu mal Dinge rein. Da sind im Moment alle Vorstandsmitglieder drauf. Ja, die Vorstandsliste ist subscribed auf der Kontaktmailadresse. Genau. Aber da sind auch andere Leute subscribed. Genau. Also wer Mitglied im Verein ist und gerne ein bisschen dabei mithelfen möchte, irgendwie den Verein auch mal bei Fragen von außen mit zu vertreten und mitzukriegen, was da so ankommt. Also die Jungs mit ihrer Babysitter-App sind zum Beispiel über Kontakt reingekommen. Ja, wobei die nicht gesagt haben, was die... Naja, Geheim. Genau. Wir wussten auch nicht so ganz, ob sie eigentlich unsere Zeit oder unser Geld wollen. Deswegen habe ich ihnen mal geantwortet, dass wir gerne Zeit zur Verfügung stellen, aber kein Geld. Ja. Genau, also Kontaktmailingliste kann jeder von euch bearbeiten. Wir verteilen da Subscriptions. Wenn ihr gerne öffentlich antworten wollt, ist das eigentlich kein Problem. Genau. Hat sich etabliert, wenn irgendwie eine Anfrage reinkommt, dass man sich ein bisschen abspricht, zum Beispiel im Stratum LV Channel, so für Vereinsangelegenheiten im IRC. Geht auch über Riot, Matrix. Genau. Und dann, wenn man nach außen antwortet, dann wieder auf die Liste im CC und so weiter und so fort. Aber vorher einmal absprechen und dann. Genau, damit wir halt irgendwie so ein einheitliches Bild nach Hause, außen repräsentieren. Nicht drei Leute für sich antworten. Genau. Ja. Genau. Plus 1, minus 1, 0. Ja. So, was hattest du noch? Das war eigentlich. Fällt mir gar nicht. Ich mache das jetzt auch schon wieder ein Jahr und das ist eigentlich zu spät. Ja. Das hätte ich so nach den ersten zwei Monaten. Genau. Das ist voll beknackt, warum machen die das so? Aber das habe ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt schon voll im Stockholm-Syndrom. Genau. Aufruf an die neuen Vorstandsmitglieder. Mach mal sowas nach zwei Monaten. Was ist der komische Vorstand eigentlich? Warum so doof? Ja. Tendenziell ist es ja ganz hilfreich, wenn mal neue Leute reinkommen und dann sagen, ja, den Prozess, den ich euch da ausgedacht habe, das funktioniert zwar, aber es ist völlig beknackt. Ja. Warum? Genau. Ja. Ja. Ist ein Auftrag. Genau. Ja, mehr habe ich nicht. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen.